Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Let's Play von Talos Principle, zweiter Teil. Und wir sind bei Süden, zweiter Teil, also Süden 2. Und ja, Bananas war, glaube ich, angesagt beim letzten Mal. Keine Ahnung, ich weiß nur noch Bananas. Und ja, wir machen das wie immer ganz gediegen und ganz in Ruhe. Ich versuche mein Bestes, die Rätsel so zu lösen, wie ich das kann. Ja, gut, das heißt jetzt gar nichts, was ich gerade sage. Ich löse die Rätsel und wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht und ihr werdet sehen. Und lachen und alles Mögliche und ja, genau. Wir fangen am besten mal an mit der 1. Also wir werden erstmal die 8 Rätsel machen, also diese 1 bis 8. Und dann werden wir die Lost-Dinger machen. Das sind diese mit den Dreiecken. Und dann als letztes eben diese Sterne noch uns besorgen. Diesen einen Prometheus und den anderen Sphinx, glaube ich, ist er, ne? Ja, genau. Genau, okay. Ich denke mal, ne, lange Rede, kein Sinn. Auf keinen Fall Sinn. Wir fangen mal an und gucken mal, was in Süden 2 so abgeht. Rätsel Nummer 1. Bergsteiger. Oh, das ist so ein Ding. Ah, okay, ja, okay. Das hatten wir ja schon. Also gehen wir hier rum und dann wieder auf den Boden. Cool. Coolo, coolo, coolo. Okay, ja, das hatten wir ja jetzt in diesem großen Ding, von daher. Und was ist das? Das kennen wir noch gar nicht. Was macht das? Oh. Ah, okay. Hallo? Ach so, bin ich jetzt für immer hier, oder was? Ich muss hier rüber, ne? Über den Zaun nur, ne? Wie komme ich jetzt hier runter? Von der Schwebeoberfläche koppeln. Ach so, so. Hallo? Gravitationsumkehrer. Wie Gravitationsumkehrer, hä? Was? Ja, okay. Warte mal. Da ist blau. Oh, da ist das Ding und blau. Ah, okay, gut. Blau, dann geht das auf. Okay, passt. Da ist noch so eine Wand. Da oben ist so ein Ding. Ah, okay, warte mal. Okay, kann ich dann... Hä? Kann ich dann von hier springen oder was? Hä? What? Das geht nicht. Hä? Kann ich den... Hä? Also ich kann das nicht überall, sondern nur an diese Dinger. Okay. Aber wie kann ich... Warte mal, wenn ich den hier hinstelle, kann ich ja nicht... Hä? Da ist die Wand vor. Gravitationsstrahl erzeugen? Was? Wie jetzt? Nee. 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 Das ist nicht dein Ernst, oder? Hä? Das ist ja krass. Das ist ja voll krass. Warte mal, Moment. Hallo, blau? Und dann bleibt er hier stehen? Nee, ne? Das hatten wir noch gar nicht. Warum haben die uns das nicht erklärt? Nee. Nee, warte mal. Ich muss hier Leertaste drücken. Nee. Das ist ja abgefahren. Ich kann Sachen durch die Gegend gravitarieren. Gravitarieren. Oder so ein Scheiß. Oh. Das ist ja mal abgefahren. Okay.
Also die haben uns nichts erklärt, also kein Tutorial, einfach dieses neue Teil reingeschmissen und gesagt, hier, das macht das und das. Ob uns das vielleicht bei der Pyramide dann hilft? Alter Schwede. Because we recognize something that can't be expressed in any other way. And when we play music, we participate in something ancient, in an act of creation. Come on, out with it. What's the problem? I know you're very busy, but you need to pay more attention to what's happening. Everything's slowing down. People are losing track of the bigger picture. They're still traumatized by New Alexandria. It's more than that. When I organized the last expedition, I had real trouble finding volunteers. There's no enthusiasm for the outside world anymore. They want to look away from history, pretend there's no past and no future. I'm really worried, Athena. Okay. I promise I'll look into it as soon as I'm done with this. Erinnert mich so ein bisschen die Aussage an unsere Zeit heute. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Leute irgendwie versuchen, die Geschichte komplett zu negieren, also zu verneinen. Und auszuschalten, also zu tun, als wäre alles Fake News zum Beispiel oder so. Gibt ganz viele Menschen, also ich will das nicht verallgemeinern, aber es gibt sehr viele, die es früher so, die gab es einfach gar nicht, die Leute. Weil ich meine, klar, dass nicht alles, was die Regierung dir sagt, richtig ist oder der Wissenschaftler vielleicht eine andere Meinung hat als der andere. Und dass es aber trotzdem irgendwie eine allgemeingültige Mitte gibt, die... Oder nicht Mitte, sondern also gedachte Mitte, nicht mittig Mitte, sondern Mitte als Mitte zwischen zwei extremen Auseinandersetzungen und Polen oder wie auch immer man das sagt. Und das kann auch manchmal ganz auf der anderen Seite liegen, die Wahrheit, ja, wenn Leute einen nur verarschen. Das ist uns allen klar, nur die Leute haben irgendwie, glaube ich, da abgeschlossen an dem Punkt und weil sie mit den Infos, die verteilt werden, glaube ich, nicht mehr klarkommen. Aber das ist jetzt ziemlich deep. Okay, also, Rätsel Nummer 2. Spinnennetz. What? Gravitationsumkehrer. Warte mal. Ich muss erstmal überhaupt gucken, was wir hier machen. Da muss ich hin mit dem Blauen. Wo ist denn dieses Teil dazu? Da oben wahrscheinlich, ne? Oder wie? Hä? Komm, da oben drauf steht das Ding, oder? Ne, da steht gar nichts. Scheiße. Hä? Ne, warte mal. Ich muss erstmal... Moment mal eben. Ach, da drin. Okay. Warte mal. Okay, warte mal. Dann muss ich ja erstmal... Wie kann ich denn? So, und dann komme ich hier nicht hoch. Wie komme ich hier rüber? Also, wie komme ich hier rein? How do I get there? How do I get there? I've got no other thing to put on these things. Ach so, ja. Okay, warte mal, Moment. So, ich muss beides auf einmal machen. Ja, klar, okay, habe ich vergessen. Entschuldigung. So, und dann gehe ich hier rüber. Jetzt mache ich meine Füße hier hin. Wo ist dieses Ding? Nee, warte mal, wo ist denn... Da muss ich hin. Und dann? Ich muss runter. Warte mal, ich muss runter in. Ich muss. Warte mal, dahin. Da muss ich hin. So, ne? Ja, genau. So, und wie komme ich jetzt hier raus? Blau und.
blau. Wie kommt... Ja, okay, ich komme hier raus, aber ich wüsste jetzt nicht... Warte mal, Moment. Also, ich kann hier wieder raus, ja. Okay, das habe ich verstanden. Soweit bin ich auch schon, aber... jetzt muss ich... Nee. Ach komm, fuck you, man. Fuck you. Fuck you. Das ist ja abgefahren. Erzähl mal, ich bin ja gar nicht mehr involviert in dieses Rätsel. Ich muss ja nur noch Sachen machen, die dann dazu führen, dass es gelöst wird. Ich muss selber gar nichts lösen. Das ist ja abgefahren, Leute. Das ist ja sehr ungewohnt jetzt. Das ist mal was ganz anderes, als wir das auch beim ersten Teil hatten oder so, ne? Also komplett... Boah, Alter, na, und wie warm es hier bei mir ist. Tut mir leid. Heute ist dieser Tag. Wenn ihr das seht, ihr wisst noch vor 2 Wochen oder wann das war. Ich arbeite ein bisschen voraus hier. Da war dieser eine Tag. Der ist heute. Also, ich wette, man wird davon noch lange erzählen. Wonach er dieses Gewitter war, aber das Gewitter nichts gerettet hat. Und so. Naja, egal. Okay, Süden 2 sind wir und Rätsel Nummer 3. Immer aufwärts. Boah, sind das jetzt nur so Dinger? Boah, das finde ich doof. Das macht überhaupt keinen Spaß so richtig. Entschuldigung, aber macht wirklich keinen Spaß. Ich habe lieber diese Rätsel, diese oldschooligen, weißt du, so. Okay, hier muss Rot hin. Und wo ist Rot? Und wo ist dieses Ding? Da ist das Ding. Hier ist Rot. Rot muss. Dahin. Okay. Boah. Okay, wir tragen erstmal alles zusammen hier, ne? Was wir haben. Warte mal. Ich muss wahrscheinlich 2 so Dinger dann benutzen, ne? So, warte mal, ich muss hier. Hier muss Rot hin. Wo kann denn Rot herkommen? Von da hinten, ne? Nee. Ach, der muss von oben irgendwo kommen. Also, das heißt, einer muss hier hoch. Warte mal, einer muss da hoch. Warte mal, ich muss mal eben. Und den hier muss ich mit dem Ding verbinden. Irgendwie. Keine Ahnung. Wo ist er? Da. So, jetzt habe ich die beide miteinander verbunden in alle Richtungen, ne? Oder? Ja, okay. Jetzt haben wir die verbunden. Jetzt müssen wir die nur noch irgendwo hinschmeißen. Das heißt, der eine muss hier hin. So, warte mal. Einer muss hier hin. Ja, warte mal, das mache ich ja anders, ne? Warte mal, der muss hier hin. So, ne? Ist das richtig? Und der andere muss in die andere Ecke, oder wie? Hier hin, ne? Warte mal. Funktioniert das? Ach nee, das geht ja gar nicht. Warte mal. Nee, 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 nee. Ah, das war falsch. Ach, falsch. Fuck. Ah, der muss nach da rüber. Also das heißt, ich muss den erst nach da schmeißen. Ah, okay. Scheiße. Ja, okay, der geht dann nicht. Warte mal. Ich kann den ja nicht... Nee. Ich habe den nicht damit verbunden. Das heißt, warte mal, kann ich den da wieder runterholen? Nee. Okay, Alter, ich habe verstanden. Ja, 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 okay. So, warte. Ich muss eben hier den Kontrollpunkt setzen neu. Ach, ja. Ja, 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 ich habe es verstanden. Ich muss erst den anderen und ich muss die beide... Warte. Also. Okay.
immer aufwärts. Ich gehe jetzt nochmal rein. Also, pass auf. Wir haben Folgendes. Wir haben den hier. Er muss mit ihm. Und er muss mit ihm verbunden werden. So, jetzt setze ich den hier hin. Dann muss ich den anderen nehmen. Der muss mit allen anderen auch. Ich verbinde die jetzt miteinander. Einfach mit allen. Mit ihm. Nein. Und mit ihm hier verbunden werden. Verbunden. Dann kann ich nämlich. Dann ist egal, welcher das ist. Okay, pass auf. Dann machen wir erstmal. So, den hier hin. Wo ist dieses Ding? Hier um die Ecke rum oder was? Nee, wo waren dieses komische Dings? Wo waren diese Kacke hier, dieser? Ah ja, da ist der. Hallo. Nein. So. Jetzt, ich weiß auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich weiß, wie es geht, weil... Okay. Er geht jetzt dahin. So, jetzt muss ich ihn nach... Jetzt muss ich da hoch. So, jetzt muss ich den nehmen. Und dahin. Und absetzen. Und dann muss ich hier weg, einfach, oder? Kann ich hier weg? Ja, ich kann hier weg, ne? Nein! Na, der muss doch... Hä? Wieso geht das nicht? Warte mal, Moment. Ich muss dahin. Muss den hier hinsetzen. Dann muss ich hier runter. Erst dahin. Dann muss ich weg hier. Ja, so. Okay, dann haben wir den. Jetzt muss der auf die andere Seite. Warte. Geht der? Hä? Wieso geht der nicht darüber? Wieso kann der jetzt nicht darüber? Ich verstehe das nicht. Der muss da jetzt darüber können. Ach, ich muss den hier ansetzen. Ah, ja. Okay, gut. Dann haben wir ja schon alles, was wir wollten. Okay, und jetzt muss er... Pass auf, jetzt muss er hier beibehalten. Jetzt muss er hier rüber. Ich hoffe, dass jetzt so richtig ist. Boah, ich... Das, ja, ist nett, aber... Ja. Das geht nicht. Nein. Wieso geht der nicht? Moment mal eben. Wie, hä? Alter, ich verstehe das nicht. Wie kann... Hä? Keine Ahnung, wie ich den... Verstehe ich das? Nein, ich verstehe das nicht, ne? Der geht hier nicht über dieses Ding drüber.
Da. Ach. Nee. Ach. Ach, Shitte. Warte mal. Ach, Scheiße. Der muss ja. Ach. Der muss ja gar nicht da hoch. Warte mal. Der muss ja hier hoch und dann dahin. Ach, komm. Ja. Entschuldigung, hab ich verpeilt. Entschuldigung, Leute, war ein bisschen komplizierter, als ich dachte. So, jetzt muss ich den hier... Warte, so. Jetzt muss ich den nehmen. Und dann muss ich hier hin. Den aufsetzen. Dann muss ich wieder hier hin. Dann muss ich runter. Wo ist der Teil? Da. Jetzt muss ich den hier rüberpacken. Und dann geht er auf. Okay. Ja, ja, ja. Okay, jetzt habe ich... Meine Herren, Leute. Das ist ja der abgefahrene Scheiße. Ja, danke. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich zugeben, von dem Scheiß. Ah, das entspricht überhaupt nicht meiner Denke. Gar nicht. Boah, ist das schrecklich. Entschuldigung, aber ich löse die Dinger. Also keine Sorge. Ich gebe nicht auf. Komm, lass uns zu 4 laufen. Meine Herren. Ist ja gar nicht möglich, oder? Da hinten blinkt die 4 schon. Ich meine, ich bin ja jetzt relativ schnell durchgekommen dafür, dass ich keinen Plan habe, aber es ist halt, boah, nee, das, wie sagt man, ist mein Hirn. Ja, also, Süden 2 und Rätsel Nummer 4. Querdenken. Nein, ich will nicht noch querdenken jetzt. Mann, ich will nicht querdenken. Ich will einfach machen können. Mann. Und das hier ist, was kommt hier hin? Hä? Oh. Wie querdenken. What? Oh, what? Okay, also querdenken heißt so viel wie... Warte mal, ich muss erstmal gucken gehen. Warte mal, ich muss erstmal hier gucken gehen. So, hier ist blau und da ist... Wo geht es da hin? Wie kommen wir mit blau hier an? Hä? Warte mal. Nein, ich will den werfen. Nee, ich will den nicht absetzen, Arschloch. Lass mich den... Warte mal. So, ne? Ja, das machen wir schon. Und dann? Kann ich den hier rausnehmen? Ja. Okay, dann haben wir das verstanden zumindest. So, und jetzt kann ich Kiste und das Ding... Wo kriege ich blau her? Wo bitte kriege ich blau her, Leute? Okay, ich muss jetzt erstmal hier hin. Blau. Blau. Blau? Blau, warte mal. Nee, 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 nee. Nee, nee, du mich nicht. Alter, ist das ein Scheiß. Okay, wie komme ich jetzt hier rein, wenn ich nicht... Wie kann ich blau zu blau bringen, wenn ich nicht noch einen zweiten Connector habe? Das muss man nicht ganz verstehen, oder? Nee, ne?
Warte mal eben. Moment mal eben. Okay, warte mal. Ich muss noch mal eben gucken. Also hier ist nichts. Rot. Und wir haben eine Kiste. Okay, wir können jetzt mit der Kiste... Kann ich auf dieses Ding? Warte mal, kann ich hier drauf? Nee, ne? Nee. Haben wir hier irgendeine Wand, die ich betreten kann? Warte mal eben, Moment mal eben. Nee, ne? Ah. Die kann ich nicht betreten. Warum kann ich die betreten und die andere nicht? Warte mal, Moment mal. Moment. Ah, okay, warte mal. Ich kann den hier, ne? Ah, okay, warte mal. Moment. Ich kann dann hier über den... Nee, warte mal. So. Und dann kann ich... Warte mal, wie geht denn das dann? Aber ich kann doch hier blau nicht... Hä? Also, wenn ich den jetzt nehme hier, ne? Also, wenn ich den jetzt nehme. So, jetzt ist der weg. Kann ich hier an die Wand? Ja, kann ich. Scheiß die Wand an. Okay, blau und blau. Wie kriege ich... Warte mal, Moment. Den und... Den und dann hier. Nee, ne? Der bleibt da stehen, wo ich den hinstelle. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Und dann hier. Also die Kiste brauche ich gar nicht, oder was? Kann ich die Kiste? Warte mal, nee, Moment mal eben. Die kann ich hier rausschmeißen. Okay, ja gut, gelöst ist gelöst, würde ich sagen, aber alter Schwede, ne, das ist schon krass. Also das ist irgendwie überhaupt nicht in meinem Gehirn vorhanden, dieses Dings. I've known Byron since day one. I was the first to be born with upgrades from the original Soma design, and he was the first to volunteer to upgrade his existing body. Yeah, he was a big supporter of upgrades. Deliberate evolution, he called it. Athena and Cornelius were very kind to me. And so was Byron, but he also made fun of me. Okay. And oddly enough, that made me feel more like an equal than anything the others said. Da ist wieder so ein Ding. Weil er Spaß gemacht hat. Ja. Today, for the first time, I synthesized life. It was just a unicellular cyanobacterium. But the sheer complexity of even such a simple organism is breathtaking. Creating it from pure energy, I was filled with a sense of awe and majesty. A sense that what I was doing was sacred. It made me think about the enormous power of life. 2.5 billion years ago, these simple beings terraformed the entire planet. Creating the oxygen that underlies the Earth's incredible biodiversity. Wiping out thousands of other species, but making the future possible. Der Robo hat vorhin was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, hey, ich habe mich in... Der hat mich verarscht eigentlich, oder wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat mich, Fun of Me gemacht, ne? Also mich verarscht praktisch. Oder sich über mich lustig gemacht oder so. Und das hat aber dazu geführt, dass man, dass er sich oder sie sich, war doch immer, am Leben gefühlt hat. Also, ne, ja, das ist, erinnert mich mal, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem in einer Werkstatt für behinderte Menschen damals, hieß das so. Und, also WFB.
Und der hat mir auch gesagt, hey, wenn jemand Witze über andere reißt, okay, lache ich. Und wenn der aber irgendwann keine Witze über uns reißt, also über Behinderte, die im Rolli sitzen oder irgendwie rumsabbern und so, hey, dann finde ich das doof. Und dann merkt man das auch sofort. Und die wollen einen halt beschützen, aber das muss nicht, weil wir sind genauso Menschen wie jeder andere. Und wir sagen das dann schon, ja, oder wir teilen das schon mit, wenn wir traurig sind oder wenn wir das heute nicht gebrauchen können oder so ein Scheiß. Das ist zwar vielleicht eine andere Sprache, aber etwas komplizierter dadurch für uns als normale in dicksten Anführungszeichen zu verstehen. Aber naja, gut, ihr Lieben, ich bin für heute und diese Folge dann mal durch. Beim nächsten Mal geht es weiter mit 5, 6, 7 und 8. Und ja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Ist nicht so ganz meins, aber hey, ich groove mich langsam ein, würde ich sagen. Und wenn irgendwas ist, dann schreibt einen Kommentar. Würde ich mich darüber freuen. Lasst ein Abo da und ein Like da und ne, ihr kennt das Spielchen ja. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Talos Principle, zweiter Teil. Und dann geht's weiter hier an der Stelle. Bis dahin, tschaußen!